Bundesrat und Landesverteidigungskommission haben zwei Kampfflugzeuge geprüft. Den französischen Mirage, einen einsitzigen Jäger, der auch für Tiefangriffe zur Unterstützung der Erdtruppen geeignet ist. Und den schwedischen Draken, der ähnliche taktische Verwendungsmöglichkeiten bietet. Die Bundesräte verfolgen aufmerksam den Start des Draken, der ja in einer schwächeren Version schon einmal auf seine Eignung für unsere Luftwaffe geprüft worden ist. Die Beweglichkeit des schwedischen Flugzeuges ist sehr groß. Das neutrale Schweden hat das Wagnis gewonnen, seine Luftwaffe mit landeseigenen Düsenflugzeugen aufzubauen. Bremsfallschirme erlauben solch schnellen Maschinen das Landen auf kürzeren Strecken. Auch Frankreich, das einen großen Ruf als Pionierland des Flugwesens zu verteidigen hat, darf auf seine Mirage-Maschine stolz sein. Der Werkpilot tut alles, um das Verblüffendste aus seinem Flugzeug herauszuholen. Der Mirage zeigt seine Steigfähigkeit und seine Beweglichkeit ebenso überzeugend wie sein schwedischer Konkurrent. Zum Schießen sind Schweizer Piloten am Steuer. Der Draken trifft so genau wie der Mirage. Bald wird es sich entscheiden, welches dieser beiden Flugzeuge unser Hoheitszeichen tragen soll.